Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky, und ich bin wieder da mit einem neuen Video für euch. Und heute essen wir für 24 Stunden lang nur braunes Essen. Ja, ihr hört und seht richtig. Es wird richtig braun heute. Ihr meintet auf jeden Fall unter meinem Video, ich meine, das war unter dem grünen Essen-Video. Ja, da meintet ihr so oft, Becky, ess mal bitte braunes Essen, weil du kannst dir 24 Stunden lang nur Schokolade gönnen. Ich meine, besser geht's nicht. Und ich dachte mir nur so, wow, es wird richtig ungesund. Aber ich habe eigentlich nichts gegen, weil ich liebe Schokolade. Wirklich, ich bin so ein Schokomensch. Was seid ihr? Mögt ihr lieber Chips oder Schokolade? Schreibt es mir mal gerne unten rein. Also ich bin wirklich ein Schoko-Fan. Ich liebe Schokolade, ich liebe Nutella. Das werden wir übrigens heute zum Frühstück essen, glaube ich, weil es gibt ja auch braunes Brot. Gott sei Dank hat Deutschland richtig dunkles, braunes Brot. Deswegen kann ich das auch essen. Darauf freue ich mich so richtig. Also Frühstück ist schon mal safe. Und ja, zum Mittag, keine Ahnung. Das Einzige, was mir einfällt, sind so braune Nudeln, also Vollkornnudeln. Aber ansonsten gibt es irgendwie braunes Gemüse, braunes Obst. Ich glaube nicht. Zeit, sich schon mal den ganzen Tag zu sichern mit Essen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr für 24 Stunden lang nur ein braunes Lebensmittel essen könntet. Welches wäre es dieses Mal? Ich schätze mal ganz viele Nutella. Alle sagen Nutella. Ich weiß es. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Sprengt die Daumen nach oben, wenn ihr die nächste Farbe sehen wollt. Schaffen wir 30.000 und schreibt unbedingt in die Kommentare, was für eine Farbe es sein soll. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt los. Also, braunes Obst und Gemüse können wir auf jeden Fall schon mal vergessen. Es gibt nichts. Ich glaube, es gibt wirklich gar nichts. Natürlich gibt es braune Kiwi, aber die ist ja innen grün. Es gibt braune Kokosnuss, aber die ist ja innen weiß. Ah doch, es gibt braune Pilze. Okay, die könnte ich eigentlich essen und ich mag eigentlich auch Pilze. Deswegen, ja, werden wir braune Pilze mitnehmen. Okay, das wird echt eine Herausforderung, Leute. Was gibt's noch Braunes? Okay, was gibt es bitte Geileres als Nüsse-Schokolade und Schokoladenpudding? Oh mein Gott. Okay, sowas könnte man eigentlich auch essen. Oh yes, Nutella, Baby, Nutella. So geil. Mir fällt gerade ein, es gibt doch noch braunen Reis. Das könnte ich natürlich auch noch essen. Jetzt frage ich mich nur, was ich essen soll. Braune Nudeln oder braunen Reis? Ich glaube, alle lieben Nudeln, deswegen esse ich einfach Nudeln, weil ich selber ein Nudelfan bin. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ja. Also wenn man hier nichts Braunes findet, dann weiß ich auch nicht. Ihr könntest ja gleich das ganze Regal hier kaufen. Hier ist alles braun. Ja, okay, ein bisschen weiß dazwischen, das kann ich jetzt nicht essen. Also keine Kinderschokolade für mich. So, das ist soweit mein brauner Einkauf. Ich hoffe, alles ist braun. Und damit gehen wir jetzt zur Kasse und dann machen wir uns Frühstück. Nutella zum Frühstück. Bestes Frühstück ever. Ich habe sogar ein Kilo. Ein Kilo Glas, Leute. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Mm-mm. Frühstück. Ein Vollkornbrötchen mit Nutella und ein Kakao. Es gibt nichts Besseres als Nutella-Brötchen. Ich habe mir extra ein Vollkornbrötchen geholt, was wirklich braun ist. Sieht ein bisschen orange aus in der Kamera. Ich weiß nicht, wie das ist beim Bearbeiten nach, aber es ist braun, Leute. Und es macht es ein bisschen weniger ungesund, glaube ich. Hoffe ich. Seid ihr der Typ, der so richtig fett Nutella essen muss auf seinem Brot oder Brötchen? Oder seid ihr so jemand, der so richtig wenig raufschmiert? Also ich bin, glaube ich, so ein Mittelmaß. Also ich glaube, ich war mal ein bisschen weniger großzügig damit. Ich habe echt mal eine Zeit lang nur ganz, ganz wenig drauf gemacht. Aber egal, ich liebe Nutella. Ich liebe Nutella. Wer auch immer Nutella erfunden hat, das ist kein Mensch. Der ist irgendwie von einer anderen Welt. Keine Ahnung. Ich habe jetzt fertig gegessen und jetzt will ich nur noch meine Milch hier trinken. Das Frühstück war so lecker. Ich will mich nicht beschweren. Es war das geilste ever. So stellt man sich ein Frühstück vor. Und ja, mein Mittagessen. Ich hoffe, es wird schmecken. Ich denke schon. Es ist auf jeden Fall eine richtige Mahlzeit, finde ich. Aber das werdet ihr nachher sehen. Und ja, dann geht's wieder zu Kochen mit Becky. Was meistens in der Katastrophe endet, Leute. Mir ist letztens Backpapier in Flammen aufgegangen. Wie bekommt man das bitte hin? Wie? Kann das mal jemand erklären? Es ist komplett verbrannt. Ja, so viel dazu. Kochen mit Becky ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, Leute. Und zurück zu Kochen mit Becky. Ja, Mann. Ihr seht doch schon hinten meine Cola hier. Ja, die habe ich schon angebrochen. Aber ich liebe Cola. Nichts gegen Cola.
Cola geht klar. Könnte ich wirklich 24 Stunden trinken. Ohne Scheiße jetzt, weil ich liebe Cola. Es gibt kein besseres Getränk für mich. Jedenfalls machen wir jetzt unser Mittagessen. Denn es ist 14.21 Uhr. Ich wollte auf jeden Fall nicht was Süßes essen. Davon habe ich jetzt genug. Das möchte ich jetzt nicht zum Mittagessen. Ich wüsste auch gar nicht, was es Süßes zum Mittagessen gäbe. Außer so Kuchen. Aber das ist ja kein Mittagessen. Deswegen, ja, ich wollte was Vernünftiges auf dem Tisch haben, so wie man ja normalerweise auch zum Mittag isst. Und da gibt es ja entweder Nudeln oder Reis und normalerweise auch noch Kartoffeln. Aber Kartoffeln sind ja nur außen braun, aber innen gelb. Und Leute, das ist mir gar nicht bei gelb eingefallen, dass es auch noch Kartoffeln gibt. Deswegen, das erste, was mir eingefallen ist, sind Vollkornnudeln. Die sind ja braun. Dazu, das einzige Gemüse, was ich gefunden habe, sind braune Pilze. Ja, die werde ich dazu essen. Ich weiß, einige hassen Pilze, andere lieben Pilze. Das ist immer so eine Hassliebe. Aber ich mag Pilze, kann ich essen. Dann guten Appetit, nur Pilze mit Nudeln. Nein, ich habe aber noch eine Soße gefunden und noch was anderes. Und dazu gibt es das hier. Ja, Hackfleisch Jägerart. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Ich weiß es nicht. Das ist das einzige Braune, was ich gefunden habe. Und es könnte vielleicht schmecken. Weil ich habe die Nudeln, ich habe Pilze. Da sind sogar Pilze drauf, ja. Und ich habe Hackfleisch gekauft, weil das ist zwar jetzt rot, aber wenn man es ja brät, wird es braun. Also kann man das als braunes Lebensmittel durchgehen lassen. Und ja, was ich dazu nur brauche, ist kaltes Wasser, mehr nicht. Ich brauche keine Milch, gar nichts davon. Also machen wir das jetzt einfach mal. Oh ja, erstmal Wasser kochen für die Nudeln. Gleich volle Pulle, weil Becky hat Bock und Hunger. Ja, und jetzt müssen wir warten, bis es kocht. Ich hasse wirklich diesen Moment. Das dauert mir einfach immer viel zu lange, aber okay, wir müssen warten. Braun, braun, braun ist alles, was ich liebe. So, ihr Nudels, ab mit euch ins Wasser. Weil Becky so professionell ist, nimmt sie jetzt 250 ml. Einfach so Pi mal Daumen abgemessen. Ob es dann noch was zu essen wird, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Nein, Spaß, das erfahrt ihr gleich, wenn ich irgendwie was Essbares hinbekommen habe. Und das ist jetzt mein braunes Mittagessen. Ich weiß, das sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht, sieht ein bisschen unappetitlich aus, aber ich hoffe, es schmeckt besser, als es aussieht. Manchmal schmecken wirklich Dinge besser, als sie aussehen. Aber irgendwie sieht das auch so schokoladig aus. Hätte ich irgendwie so eine Schokosoße genommen? Nein, jetzt hätte ich Nutella genommen. So sieht das aus. Ja, auf jeden Fall, um das Ganze ein bisschen fancier zu machen, habe ich hier diese Mousse Schokolade. Wieder bei Schokolade und hier kommt gleich Mezzo-Mix rein. Ich weiß gar nicht, welches Mittagessen ich bislang am schönsten fand. Ich glaube, das Gelbe. Wegen Pommes und so, also schöneres als Pommes, die frisch ist, geht nicht. Keine Ahnung, liegt das an mir oder warum schmeckt das so neutral? Keine Ahnung, ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlimm. Also ich finde, es sieht auf jeden Fall schlimmer aus, als es schmeckt und davon werde ich bestimmt satt. Also das ist schon mal safe, Leute, das ist safe. Ja, ich werde das jetzt aufessen und dann werde ich mal diese Mousse Schokolade probieren. Gucken, ob die schmeckt. Also bis gleich. Oh, Leute. Ich weiß gar nicht, für wie viele Personen dieses Gericht eigentlich war, aber ich habe das Gefühl, ich habe für 4 Leute gegessen. Alter, ich habe ein Food Baby. Meine Hose platzt gleich. Ich bin so voll. Ich habe noch nicht mehr Lust darauf. Irgendwie erinnert mich Mousse Schokolade echt extrem an Luftschokolade. So geil. So, Becky ist draußen jetzt auf Nahrungssuche und ich fühle mich wie so ein Teddy. Ich fühle mich wie Berner 2.0. Ohne Scheiß. Die Jacke lässt mich echt wie ein Teddy aussehen. Ja, jedenfalls gehen wir gleich mal raus und gucken mal, was es draußen wieder so Braunes gibt. Mal, also es klingt irgendwie falsch. Ey, sorry, nee, ich muss nochmal neu anfangen. Also wir gehen jetzt gleich mal raus und gucken, was es für braune Lebensmittel gibt. Vielleicht irgendwie Gebäck oder so. Oder Getränke. Also es gibt ja auf jeden Fall Schokomilchshake. Oh mein Gott, Mc's Milchshake. Starbucks hat auch noch einen geilen Milchshake. Ach du Scheiße, der ist so richtig geil. Und richtig schokoladig. Oder, ich meine, ich habe nicht nur Schokodonuts gesehen. Ich habe auch nochmal solche Cronuts gesehen. Ich weiß nicht, was das genau ist. Es ist irgendwie eine Mischung aus einem Donut und irgendeinem so anderen Gebäck. Aber es sieht mega geil aus. Ich wollte das schon immer mal probieren. Und was gibt es noch? Muffin, Franzbrötchen. Gibt es noch was Braunes? Ich weiß es gar nicht. Aber wir werden mal schauen. So, und ich bin wieder bei Dunkin' Donuts. Okay, ich glaube, ich nehme nur den, weil den anderen haben die nicht mehr. Manu. Das war nicht das, was ich haben wollte, aber egal. Den habe ich auch noch nie probiert. Vielleicht schmeckt der ja richtig lecker. Er sah auf jeden Fall richtig geil aus. Draußen Schokolade, innen Schokolade. Es wird heute so richtig schokoladig.
So, auf jeden Fall habe ich mir einen Chocolate Frappuccino bestellt und das sieht so lecker aus. Ich meine, da ist zwar weiße Sahne drauf, aber da ist Schokosoße drüber. Und würde man das vermischen, würde eh alles wieder braun werden. Deswegen ist es gar kein Cheaten, okay? Oh mein Gott, wisst ihr, wie das schmeckt? Das schmeckt wie der perfekte Kakao. Ich weiß auch nicht, aber so geil. Leute, wer würde jetzt gerne mit mir einen Schokoladen-Frappuccino trinken? Ich fühle mich echt forever alone, ja? Dann macht mal jetzt einen Screenshot und postet das mal auf Instagram. Ich werde mir das auf jeden Fall wieder mal anschauen. Mal gucken, wie viele es diesmal sein werden. Yay! Und jetzt können wir endlich den Donut essen. Oh mein Gott, ich wollte schon fast Döner sagen, weil ich immer noch so traumatisiert davon bin. Ohne Scheiß, das war ein traumatisches Erlebnis. Aber jetzt kann ich endlich einen neuen Donut mal probieren. Oh mein Gott, der ist richtig schokoladig. Ey, ich habe eine Schoko-Überdosis danach. Irgendwie erinnert er mich ein bisschen an die Donuts, die man auch im Supermarkt bekommt. Toll, ich habe ihn mir ein klein wenig besser vorgestellt, aber egal. Ich will mich nicht beschweren, der ist super weich und ich liebe Donuts. Mittlerweile haben wir es 18.37 Uhr und jetzt geht's ans Abendessen. Und ich gucke mir gerade nebenbei Spieglein, Spieglein an, ihr wisst, ich und Netflix. Und wie könnte es anders sein? Es wird natürlich wieder heute Abend richtig schokoladig. Und guckt euch mal mein Abendessen an. Ich habe mir diese komischen Schoko-Crisps oder so geholt, keine Ahnung, mit Kakao. Ja. Das ist richtig viel Schokolade. Guckt euch mal den Rand auch an. Aber die sind geil. Die schmecken richtig lecker. Und ich habe hier einen Haufen ungesundes Zeug rumliegen. Aber egal. Und zwar, was sonst? Toffifee, Leute. Natürlich. Die sind braun. Denn ich liebe Toffifee. Du isst ein und danach isst du die ganze Packung. Richtig schlimm. Dann Luftschokolade natürlich. Komplett braun. Die habe ich noch gar nicht probiert. Die werden wir nachher mal probieren. Schoko-Brownie von Milka. Dann habe ich mir so ein braunes Knäckebrot geholt. Keine Ahnung, ob ich Bock drauf habe. Ich habe es einfach mal mitgenommen. Und natürlich solche Brezel. Dann haben wir hier natürlich Kuchen, Leute. Das war's noch nicht. Die Tour ist noch nicht vorbei. Ich habe so Bock auf Kuchen gehabt. Ich glaube gar nicht, was für einen Heißhunger ich auf Schokokuchen hatte. Seit ich den ja halt geholt habe, habe ich so Bock drauf. Dann habe ich mir irgendwie so einen Zimtschneckentee gemacht. Der riecht irgendwie voll süß. Keine Ahnung. Ich wollte ein bisschen was anderes trinken anstatt nur Cola. Und guck mal meine Mezzomix-Flasche an, die ist fast leer. Die habe ich komplett gekillt, Leute. Ich habe nicht nur Kakao getrunken, sondern auch noch richtig viel Cola. Und was ich unbedingt noch probieren wollte, ist das hier. Ich weiß nicht, wie ich das alles essen soll, egal. Ich will es auf jeden Fall mal probieren. Paula Schokopudding. Ich habe dann immer diesen Ohrwurm von dieser Werbung da. Boah, durch den Kakao, ne? Das ist so heftig, Schokolade. Ich hätte auch heute in ein Schokomuseum gehen können. Ehrlich jetzt. Aber hier in Hamburg gibt es, glaube ich, gar keins, oder? Gibt es ein Schokomuseum? Nein! Leute, es gibt echt ein Schokoladenmuseum! Interaktives Museum zur Schokoladenherstellung. Es gibt sogar eine Verkostung. Ehrlich jetzt? Ich bin traurig. Ich bin echt enttäuscht, Mann. Warum bin ich nicht eher drauf gekommen? Ich wäre sogar mit meiner Tafel dahin gegangen. Und mit Nutella. Meine einzige Freude. Ist Schokoladen-Overload. Ich probiere gerade diese Milka-Brownies und so wie mein Alpaka guckt, so fühle ich mich auch. Du kannst einfach nur noch ins Leere gucken. Ey, ohne Scheiß. Du zwängst dir gerade so ein Lachen auf. Ey, nee, die sind gar nicht so gut. Echt zu viel Schokolade für heute. Ich glaube, ich kriege schon Zahnschmerzen von dem Zeug, ehrlich jetzt. Oh mein Gott, wie cremig kann bitte ein Pudding schmecken? Zum Glück habe ich den mitgenommen. Ich habe das Gefühl, ich habe dauernd irgendwie Schokolade am Mund. Ich muss dauernd aufpassen, richtig schlimm. Ich habe auf jeden Fall den Film jetzt zu Ende geguckt und Leute, ich habe irgendwie gar keine Lust mehr so wirklich auf Schokolade. Es gab relativ viel braunes Zeug, auch wenn das meiste halt wie gesagt Schokolade ist und Kakao und so. Ich bin echt überrascht, dass ich ein vernünftiges Mittagessen gefunden habe, was braun ist. Es hätte schlimmer sein können. Ihr wisst, bei Blau habe ich eigentlich gar nichts gefunden. Da musste ich mir blaue Pancakes machen mit blauen Heidelbeeren und mein Frühstück bestand nur aus Heidelbeeren. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, von jedem ist es ein Traum, mindestens einmal im Leben gewesen, sich gefühlt nur von Schokolade ernähren zu können. Mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen. Jedenfalls hoffe ich, euch hat es gefallen. Sprengt auf jeden Fall unbedingt den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke und schreibt mir die nächste Farbe unten rein, Leute. Ich glaube echt, ich werde den Regenbogen durchessen. Ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video.
Vielleicht bin ich dann schon selber schon zur Schokolade geworden. Ich weiß es nicht.